Man kann es ihm nicht ansehen, aber dieses einfache Stück Eisen ist eins der schlimmsten Folterinstrumente aller Zeiten. Das ist eins von 12 Reinigungsritualen der Bruderschaft, mit denen die Bruderschaft die Finsternis das erste Mal binden wollte. Die Bruderschaft nennt das Ding einfach nur Nummer 4. Aber mit der Zeit hat es sich den Namen Stille Nacht verdient. Man kann leicht verstehen, warum das so ist. Dieser Streifen wurde dem Träger in den Mund gedrückt, um ihn offen zu halten. Er wurde dann um den Kiefer gewickelt, wobei ein Schlitz für die Zunge freigelassen wurde. Dann wurde der Knebel langsam festgezurrt. Als erstes wurde die Zunge des Trägers abgeschnitten. Dann wurde der Knebel noch fester gezurrt, bis der ausgerenkte Kiefer komplett zerschmettert wurde. Du hältst das für schrecklich? Du musst bedenken, dass die Finsternis sich erst noch manifestieren musste. Der Träger wusste nicht, was er war. Die Bruderschaft hatte ihn im Glauben großgezogen, einer von ihnen zu sein. Stell dir das vor, die einzige Familie, die du jemals kanntest, setzt dich den schmerzhaftesten, menschenunwürdigsten Qualen aus, die sie sich vorstellen konnten. Und sie sagen dir nicht einmal, warum. Ich will nicht weich wirken, aber das halte ich für die schlimmste Folter. Wie dem auch sei, die Finsternis manifestierte sich genau in dem Moment, in dem der Kiefer knackte. Man sagt, sie tötete an diesem Tag jeden im Radius einer Meile vom Kloster der Bruderschaft. Dann verschwand der Träger und wurde nie wieder gesehen. Selbst sein Name ist unbekannt. Die Bruderschaft hatte sich nicht die Mühe gemacht, ihn aufzuschreiben. Boah, krasser Scheiß. Was war denn da los? Okay, Mann. Erstens, heilige Scheiße. Zweitens, weißt du, was das für Dinger sind? Das sind Aff und Hämmer. Klingelt da was? Nein? Okay, lass es mich so ausdrücken. Es gibt 6 Todesengel. Du hältst da gerade 2 von ihnen. Yeah. Ihre Namen sind Aff und Hämmer, was sich grob als Zorn und Wut übersetzen lässt. Auf der 7. Ebene des Himmels bannte Gott Aff und Hämmer mit Ketten aus Feuer und Schatten. Das war kein Zuckerschlecken, das sage ich dir. Das waren nicht die üblichen Standard-Cherubim. Aff und Hämmer hatten in etwa die Größe eines großen Vulkans und ungefähr das 10-fache an Feuerkraft. Andererseits, da Gott Gott ist, war das vielleicht kein fairer Kampf. Aber egal, ich schweife ab. Es heißt, dass Angelus Gott um eine Waffe bat für den Kampf gegen die Finsternis. Gott war gerade in Spendierlaune und ließ Aff und Hämmer im Feuer der Schöpfung wieder auferstehen und bannte sie in Klingen. Diese Klingen hier. Einige sagen, die Engel wären noch im Inneren der Klingen lebendig. Ich tendiere auch zu dieser Ansicht. Ganz gleich, was du auch versuchst, du kannst die beiden nicht trennen. Versuch nur, eine davon aus dem Raum zu bringen, sie wird dir einfach aus der Hand gleiten. Oder du fällst mit einem Schlaganfall tot um. Das weiß man vorher nie so genau. Aber sie lassen sich nicht trennen. Und das sagt mir, dass Aff und Hämmer irgendwo noch immer mit Ketten aus Feuer und Schatten aneinander gekettet sind. Das klingt ja eigentlich so, als ob er hier von 2 Schwertern reden würde, aber ich sehe da ganz klar nur ein Schwert. Komisch! Was haben wir denn da oben? Relikt? Gravierter Schädel. Jackie, darf ich dir hier noch vorstellen? Ur-Ur-Ur-Ur-Urenkel von Adam, Urgroßvater von Noah. Und der einzige Kerl, der weiß, wie viele Engel auf einer Nadelspitze tanzen können. Bestimmt wird er Hallo sagen, aber wie du sehen kannst, ist er tot. Henoch ist was Besonderes. Wenn er nicht gewesen wäre, wüssten wir heute nicht ein Zehntel von dem, was wir über Himmel, Hölle und die vielen kleinen Brocken dazwischen wissen. Woher er das alles wusste? Nun, in der Bibel steht nur, dass ihn Gott wegnahm. Was das heißt? Keine beschissene Ahnung, verrät die Bibel nicht. Da heißt es nur, puff, kein Henoch mehr. Nächster Vers. Deswegen lese ich den Schinken nicht. Ich lese jedoch die geheime Geschichte. Und darin erfährt man, dass Henoch tatsächlich gen Himmel gefahren ist, wo er anscheinend einen Abendkurs belegt hat. Denn wenn man das nächste Mal auf ihn stößt, ist er wieder auf der Erde und damit beschäftigt, der oberste Experte für alles Okkulte und Übernatürliche zu sein. Hast du eine Ahnung, wie viele Leute für eine Stippvisite in den Himmel eingeladen wurden? Keiner! Im Ernst, die haben ihn da oben echt geliebt. So sehr, dass nach seinem Tod eine himmlische Schar herabstieg, um seinen Schädel mit der Sprache der Engel zu verzieren. Das sind die Zeichen, die du siehst. Niemand konnte sie jemals entziffern. Aber wenn der Schädel in absoluter Dunkelheit ist, geben die Zeichen einen schwachen Gesang ab. Was irgendwie ziemlich cool ist. Boah, die Vorstellung allein ist schon richtig geil, dass der Schädel einen Gesang abgibt. Jeder der Gegenstände hat so seine eigene Story im Hintergrund irgendwie. Irgendwie. Schade nur, dass das nicht stärker im Vordergrund stand. Der Sonnensäbel.
Ah, der Sonnensäbel. Viele sehen ihn als größtes Geheimnis und größte Enttäuschung des letzten Jahrtausends an. Der Sonnensäbel wurde von Angelus geführt, vor etwa 800 Jahren, etwa eine halbe Stunde lang. Sie behauptete, dass der Säbel aus einem Tropfen Sonnenfeuer geschmiedet wurde, dass er das endgültige Aus für die Finsternis bringen würde. Sie hatte nur vergessen zu erwähnen, wie der Säbel das tun würde. Was wichtig gewesen wäre, weil sie nie dazu gekommen ist, ihn zu benutzen. In der Schlacht, in der sie damit die Finsternis besiegen wollte, wurde sie augenblicklich ausgeweidet. Eindeutig kein guter Klimax, aber es wird noch schlimmer. Ein paar Jahre später wurde der Sonnensäbel von einem heiligen Krieger wiederentdeckt. Und wieder wurde der Säbel gegen die Finsternis geführt. Diesmal konnten damit sogar ein paar gute Treffer gelandet werden. Weißt du, was es gebracht hat? Die Klinge glitt durch die Finsternis wie ein Messer durch Wasser. Später, nachdem Mönche den Säbel von der Leiche des Kriegers geborgen hatten, wurde er gegen mehrere Ziele getestet. Stellte sich heraus, dass die Klinge durch alle Materie gleitet. Leute, Steine, Bäume, Kätzchen. Einfach swusch, mittendurch. Kein Schaden, keine Wunde. Es könnte sein, dass nur Angelus den Sonnensäbel schwingen kann. Aber wenn das so ist, warum hat sie ihn nie zurückgeholt? Ich für meinen Teil glaube, dass Angelus wahnsinnig stolz auf ihre Wunderwaffe war, aber genauso überrascht war wie alle anderen, als sich herausstellte, dass das Scheißding nutzlos ist. Wirf die Frage auf, woher der Säbel kommt. Ich habe keine Ahnung, aber ich hoffe, sie hat die Quittung aufgehoben. Was für ein Billigprodukt? Made in China oder was? Erinner dich mal an deine Schulzeit. Bist du überhaupt zur Schule gegangen? Ja, scheiß drauf. Ich will mir nicht streiten oder eins auf die Nase kriegen. Also bringe ich dich einfach über ein paar Sachen auf den neuesten Stand, die du bestimmt eh schon weißt. Die verlorene Kolonie auf Roanoke gehörte den Briten und lag vor der Küste, die heute zu North Carolina gehört. Wie der Name schon andeutet, ist sie verschwunden. Also die Kolonie, nicht die Insel. 115 Leute, einfach weg. Wusch. Bis heute weiß niemand, was aus ihnen geworden ist. Naja, niemand außer mir und jedem anderen übernatürlichen Junkie des Planeten. Die Finsternis wurde von einem der Kolonisten nach Nordamerika gebracht. Und wo die Finsternis hingeht, tauchen auch ihre Feinde auf. Und einer dieser Feinde, Angelus, traf auf einen Stamm Eingeborener von Crow-Town. Unter dem Einfluss von Angelus schlich ein Crow-Town-Mädchen im Schutz der Nacht in die Kolonie und schlachtete die Kolonisten im Schlaf ab. Das hier ist die Waffe, die sie benutzte. Roanokes Fluch. Doch Angelus hatte einen Fehler gemacht. Die Finsternis war nicht in Roanoke, da sie vom Anführer der Kolonie getragen wurde, John White. John war nach England zurückgekehrt, um weitere Vorräte zu holen. Als er zurückkehrte und Roanoke verlassen vorfand, wusste er, dass Angelus dort gewesen war. Zum Unglück der Eingeborenen von Crow-Town war Angelus schon weitergezogen. Sie waren wehrlos, als die Finsternis über sie herfiel. Ziemlich genau wie die Kolonisten es gewesen waren. Könnte man ausgleichende Gerechtigkeit nennen. Wow, crazy. Crazy, crazy, crazy. Interessante Vorgeschichte. So viel Geschichte um das eigentliche Spiel noch herum. Da haben sich die Storywriter wirklich ausgetobt. Okay, ich sehe mir das Ding an und sehe die Glocke der Erlösung. Aber, und das ist nur ein kleines Aber, alle Aufzeichnungen sagen, dass die Glocke zusammen mit dem Salomonischen Tempel zerstört wurde. Damals, 586 vor Christus. Aber Aufzeichnungen haben sich schon früher geirrt. Also wer weiß, vielleicht ist das Ding echt. Die Glocke stammt aus dem 40-jährigen Krieg. Das war die Zeit, in der Moses und die Israeliten die Finsternis in der Wildnis bekämpften. Die Glocke war gar nicht als Waffe gedacht. Sie sollte ein Instrument der sicheren Reise sein. Die geheime Geschichte lehrt uns, dass die Glocke vor Moses' Armee hergetragen wurde und alle 153 Schritte läutete. Nun würde dir jede Armee der Geschichte sagen, dass es keine gute Idee ist, ständig eine Glocke zu läuten. So wirst du vom Feind gefunden. Die Sache ist die Finsternis ist kein gewöhnlicher Feind und das ist keine normale Glocke. Du bist Italiener. Ihr Italiener mögt die Oper, stimmt's? Nun, hast du mal gesehen, dass eine Opernsängerin mit einem bestimmten Ton ein Glas zerspringen lässt? Genau das macht die Glocke der Erlösung. Nur, dass sie nicht Gläser, sondern die Finsternis zerschmettert. Der genaue Ton wurde nie identifiziert, aber wenn sie geschlagen wird, kann die Glocke die Nacht zurückdrängen. Wenn du willst, könnten wir die Echtheit der Glocke testen. Wir schlagen sie einfach, du weißt schon, lassen sie singen. Aber, und das ist ein größeres Aber, ein Aber von epischen Proportionen. Sie könnte dich auflösen, wollte es nur erwähnt haben. Ich würde es trotzdem gerne ausprobieren. Bin selber ganz neugierig drauf. Was macht diese Glocke? Ich will es probieren. Hol sie da raus! Oh wow, du hast eine echte Kopie der wahren Offenbarung? Ich bin beeindruckt, Jackie. Hätte dich nicht für einen Bücherwurm gehalten. Dieses Buch selten zu nennen wäre ein Witz. Magische Worte, wahre Liebe, blaue Mauritius. Diese Dinge sind selten. Die wahre Offenbarung ist einmalig. Ich übertreibe nicht. Alle Kopien sind vollkommen verschieden.
Du musst wissen, die wahre Offenbarung ist eigentlich die Offenbarung nach Johannes. Das große Blockbuster-Finale der Bibel. Es gibt drei Denkansätze, wenn es um die Offenbarung geht. Die erste geht davon aus, dass es eine wortwörtliche Prophezeiung ist. Was für eine Scheiße! Die zweite glaubt, dass sie eine Metapher für die römische Verfolgung ist. Plausibel, aber öde. Die dritte glaubt, dass sie ein Code ist, der die wahre Offenbarung preisgibt, wenn man ihn entschlüsselt. Leute, die das glauben, sind in der Regel völlig wahnsinnig, aber echte Partygranaten. Nun, jeder entschlüsselt die Offenbarung anders. Deshalb sind die Kopien alle einzigartig. Wenn ich diese hier so durchblättere, würde ich sagen, sie wurde von der Bruderschaft entschlüsselt. Um die Wahrheit zu sagen, sie kündigt den Abstieg der Bruderschaft nach Irrenhausen an. Das heißt, das hier ist eine relativ wahre Offenbarung. Wir können beweisen, dass die Bruderschaft wahnsinnig geworden ist. Aber wir können nicht beweisen, dass die Offenbarung es vorhergesagt hat. Die Chancen stehen gut, dass der Mann, der diese Kopie geschrieben hat, nur das in der Offenbarung gesehen hat, was er sehen wollte. Oder er war einfach irre und hat seine Verdorbenheit aufs Papier gekotzt. Wie heißt es so schön? Schreib über das, was du kennst. So oder so. Diese Übersetzung hat vermutlich für mindestens ein Jahrhundert die Handlungen der Bruderschaft geleitet. Ein bisschen so, wie die Bibel es noch heute tut. Da fragt man sich doch, wer wahnsinniger ist. Sehr gute Frage, Johnny. Wirklich sehr gute Frage. Oh, der Griff des Täuschers. Der drittbekannteste Handschuh aller Zeiten. Gleich nach dem Glänzgriff und dem Scheißding, das nicht passt. Der Griff des Täuschers wurde geschaffen, um in Verbindung mit dem entsetzlichen Schlund benutzt zu werden. Wenn du es noch nicht wusstest, der Schlund war eine mystische Handfeuerwaffe, die reines Höllenfeuer verschoss, dabei aber die Seele des Benutzers konsumierte. Es dauerte nur ein paar tausend Verdammte, bis jemand auf die Idee kam, sich gegen die Nebeneffekte des Schlunds zu schützen. Der Griff des Täuschers wurde also erschaffen als eine Art Verdammungspräser für deine Hand. Man nimmt gemeinhin an, dass die Bruderschaft den Handschuh erschaffen hat. Würde passen, da er echt fiese Übertragungsmagie nutzt. Wenn man den Handschuh mit dem Blut einer anderen lebenden Person tränkt, kann man damit den Schlund nutzen, ohne dass einem die Seele weggebrannt wird. Die arme Sau, deren Blut du benutzt hast, kann es sich für die Ewigkeit am Lagerfeuer der Hölle gemütlich machen. Wenn ich so darüber nachdenke, mein Schleimerbruder Egon wäre ein passenderer Name gewesen. Zugegeben, klingt nicht so unheilvoll, ist aber verdammt passend. Das ist auch mal interessant. Wisst ihr, was ich mir dabei denke? Es wäre doch geil gewesen, weil die Waffen ja hier relativ langweilig waren, die Standardschusswaffen. Wenn man nach einer Weile einige der Relikte hier wie diesen Dolch oder hier diesen Gong da in Kombination mit dem Handschuh benutzen könnte als Waffen. Die Dinger sind ja legitime Waffen, so einige von denen, genau wie der Sonnensäbel oder sonst irgendwas, der zugegebenermaßen durch alles einfach durchgleitet. Aber das wären doch geile Waffen hier gewesen, richtig, richtig geil. Schade, dass man die nicht benutzen konnte. Vielleicht waren das auch Ideen von den Developern, Sachen, neue Waffen einzuführen. Wer weiß. Oh, spürst du das? Das Ding trifft auf meiner fiese Schwingungsskala von 1 bis 10 eine fette 11. Allein in der Nähe zu sein fühlt sich an wie Würmer, die sich unter meiner Haut winden. Würmer, die genauso panisch sind wie ich. Ist das Bild deutlich genug? Du siehst vielleicht nur eine eiserne Maske, wenn du das Ding ansiehst. Ein handelsübliches Folterinstrument, um jemanden zu erniedrigen. Das Ding hat keine physischen Schmerzen erzeugt. Es war nur ein Symbol. Wenn eine Person unrein war, sah diese Maske wie ein Schwein aus. Wenn jemand rumgevögelt hat, sah sie aus wie etwas, das Rumpfvögel. Keine Ahnung, ein Karnickel. Nun, wenn du dir diese Maske gut ansiehst, wirst du erkennen, dass sie irgendwie wie ein Dämon aussieht. Nur zu logisch, dass sie von einem ehemaligen Träger der Finsternis getragen wurde. Vielleicht hast du von ihm gehört. Vlad der Pfähler. Du weißt schon, der Typ, der Inspiration für Dracula war. Nicht viele Leute können von sich behaupten, Vorlage für ein berühmtes Monster zu sein. Um genau zu sein, ich kenne nur zwei. Diesen Typen und Jack the Ripper. Diese Maske ist allerdings nicht unheimlich, weil Vlad sie getragen hat. Sie ist unheimlich, weil er sie freiwillig getragen hat. Er wollte dass alle wissen, wer es war, der da kam, um sie auf einem scheißgroßen Spieß zu fehlen. Und um noch Salz in die extrem schmerzhafte tödliche Wunde zu streuen, weißt du, wie er seine Maske genannt hat? Das Keinsmal. Nur um zu sagen, ganz recht, ihr Pisser, ihr tötet mich nicht. Das dürfte das eleganteste Fickt euch der Geschichte gewesen sein. In der Tat, mein Freund. Und leider schon das letzte Relikt. Weißt du, das ist nicht das erste Mal, dass die Bruderschaft versucht hat, die Finsternis an sich zu reißen. Ich weiß, sieht gerade alles scheiße aus, aber glaub es oder nicht, die waren schon schlimmer drauf, viel schlimmer.
Es ist lange her. So lange, dass damals noch niemand wusste, dass die Bruderschaft existiert. Die Jungs sind schon lange im Geschäft, aber es war notwendig, dass sie den Ball flach halten. Sie haben die Finsternis beobachtet, sie studiert. Sie wollten wissen, was sie antreibt. Sie wussten schon genug, um sich nicht mit ihr anzulegen. Wenn sie also gegen sie zuschlagen wollten, mussten sie sich ihres Wissens vollkommen sicher sein. Das muss ich ihnen lassen. Die Typen wussten, was sie taten. Sie konnten genau vorhersagen, wer der nächste Träger sein würde. Sie vertauschten zwei Babys, um den Träger als einen der ihren aufzuziehen. Als seine Zeit dann gekommen war, banden sie ihn auf einem Tisch fest und folterten ihn zu Tode. Das ist die blendende Sonne. Jeweils eins dieser Dinge wurde in jede Augenhöhle gerammt. Der Augapfel wurde dabei natürlich unwesentlich in Mitleidenschaft gezogen. Dann wurden die Geräte langsam ausgeweitet, bis die Stirn und die Wangenknochen barsten. Das war die erste von 12 Folterungen. Die Finsternis zeigte sich erst bei der 4. Das heißt, sie mussten 2 weitere unbeschreibliche Sachen machen, bevor sie sicher sein konnten, dass sie den richtigen Kerl hatten. Doch auch dieser Zweifel hat sie nicht aufgehalten. Das waren üble Menschen, Jackie. Und sie tragen es in sich, noch viel schlimmer zu sein. Puh, da haben wir einen ordentlichen Abschluss bekommen mit dem Relikt. Gott, diese Bruderschaft war ein kranker Haufen. Und jetzt sage ich nochmal Ciao, meine Freunde. Wow, jetzt hat er echt lange durchgeschwätzt. Ich glaube, ich werde die ganzen Relikte in 2 oder sogar 3 Folgen gepackt haben, weil das war... Also, hui. Johnny, du weißt ganz schön viel. Aber na gut. Ich würde jetzt sagen, jetzt heißt es auf jeden Fall ein für alle Mal Ciao von The Darkness 2. Und ich fand so die ganzen Infos von den Relikten hier nochmal richtig, richtig interessant. Hat mich nochmal richtig auf das Spiel einsteigen lassen. Und jetzt finde ich sogar noch... Schade, noch mehr schade, dass wir tatsächlich aufhören müssen. Aber na gut, alles hat ein Ende, meine Freunde. Bloß die Wurst hat 2 und so oder irgendwie sowas. ja, bis zum nächsten Video. Ciao. Wann bekomme ich ein bisschen Stoff? Nur ein bisschen. Ich kann aufhören. Ich brauche nur Starthilfe.